Faszinierende Szenen wie diese konnten Besucher bei der Kükenschau des Hombresser Geflügelzuchtvereins miterleben. 400 Hühner, Enten und Taubenküken hatten die Vereinsmitglieder ausgestellt, wobei die frisch geschlüpften in der Brutmaschine für das meiste Aufsehen sorgten. Jung und alt konnten sich kaum von den Käfigen trennen, wo die niedlichen gescheckten, hellgelben oder braunen Knäuel ausharrten. Auch 100 ausgewachsene Tiere wurden bei der Schau gezeigt, die mit den Küken zum Verkauf standen. Warum die Vereinsmitglieder überwiegend Brutmaschinen nutzen, macht Wolfgang Kersting deutlich. Ja, die Küken werden früh gebrütet, damit im Herbst zu den Ausstellungen entsprechend die Tiere fertig sind. Viele Besucher und gute Geschäfte erfreuten die Veranstalter. Und manch einem gefiel es so gut, dass er gar nicht mehr nach Hause wollte.